So, und jetzt will ich nochmal kurz lesen hier. Single, Tags, Uranium, Dust Pile, lalalala. Higher and One, genau. Uranium can be enriched up to 3,5. Required to. Aber da brauchen wir echt. Da brauchen wir echt ganz schön viele Durchgänge. Aber ich hab's hoffentlich soweit richtig verstanden. Und wenn nicht, geh sterben. Einfach so. Because I can. Holy shit. Holy shit. Boah, die müssen erstmal wieder aufladen hier. Die sind komplett leer genuckelt. Wie viel Energie brauchst du denn jetzt eigentlich pro Durchgang? Gebraucht werden 6000. Das ist heftig. Das heißt, davor wurden ungefähr. War das immer das Doppelte? Wenn ja, wären das 24.000. Heftig. Alter, wie die Batterien einfach leer genuckelt sind. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Schaltanlage. Wo war der Trafo? Der Trafo? Hier war der Trafo. Ich gönne mir einfach mal. Wenn die hier gar schon leer genuckelt wären, richtig? Genau, wenn die ja schnell leer genuckelt, ist aber kein Problem. Wir erhöhen einfach mal. Wir waren jetzt 10.000 war Maximum, ne? Ja, jetzt sind die komplett leer genuckelt. Da werden die Batterien relativ schnell wieder aufgeladen. Ah ja, das geht auch schon relativ gut. Easy. Da kommt Freude auf. Scheiße, wie hoch war jetzt der Standardwert von dem? Ups. 630? War das 630? Wir haben 720 übrig. Da gehen wir einfach mal auf 700, ne? Ja, okay. 700. Jetzt haben die ein bisschen, um aufzuladen. Wie süß, Alter. 5 hier, 5 da. 5 hier, 5 da. Ist das süß. So, jetzt werden wir wieder ein bisschen Power. Und gucken mal. Das ist heftig. Vor allem der Energieverbrauch davon ist heftig. Das ist ja mal echt eine Ansage. So, jetzt haben wir noch wieder 0,4er und massig 0,6er. Aus dem bekommen wir wieder 0,7er. Und aus dem bekommen wir wieder 0,8er. Digga, wie soll das funktionieren auf Dauer? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Vor allem, wie schnell die leer genuckelt werden. Okay, wir brauchen halt viel mehr Energie. Wir brauchen halt scheiße viel Energie. Und zwar so richtig scheiße viel Energie. Das haben wir 0,5er und 0,4er. Aber es wird sich halt immer mehr in so einen Abwärtsstrudel bewegen. Hier bekommen wir jetzt einmal 0,5er. Das heißt, wir können jetzt hier wieder zweimal 0,6er bekommen, und dann, um dann noch einmal 0,7er zu bekommen. Alter, das ist doch krank, ey. Jetzt haben wir ganz viel 0,4er, 0,7er haben wir auch, dreimal, da brauchen wir noch einmal. Wir haben 0,3er, wir haben 0,4er, wir haben bis 0,6er, aber ich glaube mal, das reicht nicht aus, da kriegen wir nur noch einmal 0,5er. Und das war's auch schon. Das heißt, 0,3er, da würden wir noch einmal 0,4er bekommen. Dann haben wir zumindest, genau, dann haben wir einmal, dann haben wir zweimal 0,4er. Damit haben wir dann wieder ein 0,5er. Digga,
Das ist mir zu kompliziert, Alter. Das ist heftig. Das ist heftig, ey. Das ist krank. Ah, die Batterien sind leer. Okay, dann nutze ich mal kurz die Gelegenheit. Wir brauchen hier mal irgendwie so eine Kiste, wo ich einfach mal. Wir räumen mal unsere gesamte Werkzeuge-Kacke hier aus. Ich brauche ein leeres Inventar. Mein Inventar repräsentiert gerade mein Gehirn. Und das ist voll. Einfach voll. Von allem. Was es irgendwie gibt auf irgendeiner Art, von irgendeiner Welt. Weg. Steintiegel. Weg. Alles andere. Weg, 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 weg. Nee, das. Weg. Das packe ich unten mit Werkzeuge rein. Du kommst damit rein. Dann brauchen wir noch ein bisschen Nervennahrung. Dann haben wir jetzt die Äpfel. Die Äpfel würde ich jetzt aber ungern verschwenden. Die packe ich mal hier mit rein. Und klaue stattdessen mal hier nochmal ein bisschen, ne? Hier haben wir ja massig. Nein, das hat. Wie gesagt, die Batterien unten müssen sowieso erstmal aufladen wieder. Wir haben also gerade mal ein bisschen Zeit. In der Zeit pflücke ich mal hier ein bisschen was. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich mal den Kakao nochmal pflücken. Den haben wir auch schon seit Ewigkeit nicht mehr gepflückt. Und wir haben gleich mal ein bisschen Nahrung. Aber dass tatsächlich wir echt so schnell ein Gerät haben, dass unsere Batterien einfach so schnell komplett leer lutscht. Ich dachte echt, unsere Batterien halten ein bisschen, ne? Aber, ja. Da habe ich mich dann wohl ein bisschen geirrt. Kann ja mal passieren. Aber da seht ihr mal, wie hoffnungslos verloren wir ohne Batterien wären. Ich meine, wir haben ja gesehen, die Öfen können wir tatsächlich sogar ohne Batterien betreiben, weil durch die Batterie-Upgrades verbraucht ein Ofen weniger als 700 EU. Das heißt, wir können einen Ofen tatsächlich komplett ohne Puffer betreiben. Aber die Zentrifuge alleine braucht halt schon mit Batterie-Upgrades 2000 EU. Das ist definitiv heftig. So, dich hatte ich hier drinne, hatte ich nicht. So, Schokolade muss kalt gelagert werden. Schokolade schmeckt kalt am besten. So, und wir haben noch mal ein bisschen Nervennahrung hier. So. Ja, nicht so hart aufgeladen hier. Alter. Was? Es ist... Nee. Wir haben nicht mal den ersten Stage durch, ja? Wir haben noch nicht mal alles auf 0,8er. Wobei ich auch nicht glaube, dass wir alles auf 0,8er kriegen, aber zumindest das meiste davon kriegen wir auf 0,8er. Und die Batterien sind jetzt schon einmal komplett leer gerutscht worden. Das ist so unendlich heftig. Auf jeden Fall kann ich das alles da reinschmeißen. Das scheint so schon zu funktionieren. Und wenn nicht? Das Ding braucht 600. Okay. Ach, hier war das mit diesen 630. Okay, genau. Das Ding haben wir auf 700. Und das erzeugt 630 EU. So rum war das. Ich wollte nämlich erst den hier auf 630 stellen, aber, ne? Macht keinen Sinn. Alter Schwede, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gibt Katastrophe. Da brauchen wir definitiv viel mehr Energie. Wir brauchen also wirklich erstmal eine MV-Energiequelle. Und zwar eine richtig gute. Das heißt, dann konzentrieren wir uns jetzt vielleicht doch erstmal darauf, eine Solaranlage zu bauen. Oder gibt es noch andere Arten von MV? Wir hatten noch letztens was überlegt. Irgendwas mit MV. Da wollten wir noch irgendwas bauen. Eine MV-Wassermühle zum Beispiel. Da brauchen wir aber drei normale Wassermühlen. Oha. Legierungsofen, Batteriebox. Wie wäre es eigentlich mit so einem MV-Kohlegenerator? Würde der zumindest mit einmal einen ordentlichen Boost geben oder würde der halt einfach... Doch, der würde mit einmal erstmal schon einen ordentlichen Boost geben. Also als Booster könnte man das tatsächlich machen. Der würde ich dann einfach hier so hinklatschen oder da so hinklatschen.
Und wenn dann wirklich die Akkus mal leer sind, kann man den mit, ne, kann man damit zumindest mit einmal erstmal die Batterien wieder auffüllen. So als Backbone, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Der gib mal her, wo bist du denn? Wir haben 2 Stück davon sogar. Null. Gut, einer reicht natürlich aus, der andere kann wieder zurück. Warum haben wir davon 2 Stück? Einer war doch schon umsonst. Edelstahlbarren, Trafo. Trafo haben wir sogar noch, das ist sehr schön. Ich dachte, so ein Ding muss ich jetzt auch noch bauen. Edelstahlbarren haben wir keine mehr. Da haben wir nur noch einen von. Was uns aber nicht viel bringt, weil wir brauchen ja mehr. Das heißt, wir brauchen... Hiervon brauchen wir 3 Stück. Nee, wie war das? Wir brauchen Kronbarren und das Ding. Ich weiß nicht mehr, in welchem Verhältnis das war. Wir tun es einfach einmal rein und wenn er fertig ist, dann ist er fertig. Komm schon, komm schon. Komm, komm, komm. Perfekt. So. Alter, das ist echt heftig, Mann. Das ist echt krank. Wir können jetzt natürlich auch noch ein paar weitere Batterieboxen bauen. Klar, wäre das natürlich auch eine Möglichkeit. Jetzt wollte ich einfach so ein Ding, sonst komme ich schon komplett durcheinander. Aber wir haben soweit schon alles, was wir brauchen. Das heißt, einer davon kann zurück. Das kann auch zurück. Da brauchen wir noch ein bisschen eine Pipe. Oder brauchen wir 2? Wir brauchen 2. 1, 2. Und ein MV-Kabel. Ach komm, ich nehme einfach alle mit. So. Weißt du was? Warum eigentlich nicht? Da kann ich den auch gleich noch mal in Betrieb nehmen. Bevor die hier im Schrank irgendwie versauern, weißt du, da kann ich die einfach hier hinstellen. Jetzt habe ich keine Spitzhacke dabei. Danke. Ist hier hinten noch ein Kabel? Ja, tatsächlich. Dann kommst du nämlich daran. Du kommst daran. Ja, das hat so nicht funktioniert. Warum platziert er den so dämlich? Ach, weil das Kabel hier oben rauskommt. Oh. Ja gut, das ist jetzt natürlich nicht so gut gelaufen. Schissel der Dizzle. Da muss ich noch mal ein bisschen Denkarbeit leisten. Ja, da geht ja quasi nur hier. Oder hier unten. Hier unten geht es natürlich auch. Genau, da unten ist 2. Gut, dann heißt das, die Platte kommt da wieder gegen. Danke dafür. Einfach danke dafür. Schraubendreher, Dankeschön. So, jetzt muss ich das Ding natürlich wieder richtig rotieren. Das war perfekt. Ach halt. Das brauchen wir noch und zwar hier. Und jetzt kommt das Ding nämlich dagegen. Der muss ich natürlich den ja auch. Oh, hä, Moment mal. Warum ist da eine Lücke? Aber hier ist keine Lücke zwischen den Dingern. Okay. Dann halt nicht. Ich wollte es eigentlich symmetrisch machen, ne, punktsymmetrisch, aber hier ist sowieso alles verkackt. Nicht gerade. So, und das Ding, das schluckt jetzt einfach Kohle. Davon haben wir zum Glück eine Menge. Deswegen wäre das vielleicht gar nicht mal das Problem. Da gucken wir einfach mal, wie viel Energie aus so einem Stück Kohle rausgeholt wird. Und jetzt schluckt er einfach den gesamten Stack innerhalb von einer Sekunde. Dann schreie ich aber. So, wir haben jetzt 630. Wir schalten dich einfach mal kurz aus. 600 Grad mal.
Okay, aber dafür reicht eine Flamme auch relativ lange. Aber trotzdem, gerade mal 600? Ist ja wirklich gar nichts. Ist ja fast genauso viel wie das Ding hier. Der bietet das Ding sogar noch mehr. das ist ja wirklich, also das ist ja nun wirklich, hätte ich mir jetzt echt ein bisschen mehr erwartet. Ne? Da hab ich mir echt ein bisschen mehr erwartet. Aber wenigstens verbraucht er dafür auch kaum Kohle. Also das muss man schon mal sagen, das ist zumindest einigermaßen ausgeglichen. Aber mir wäre es halt lieber, wenn er die Kohle etwas schneller verbraucht, dafür aber auch mehr Energie erzeugt. Also wenn das Ganze halt quasi vom Verhältnis her gleich ist, aber einfach schneller ist. Weil mit 600 EU, das ist ja nun wirklich, da kannst du ja quasi aus der EU austreten. Da brauchst du nicht mehr machen. Das Ding ist schuld am Brexit. Ja. Ich bin gerade überlegen, ob ich den dann tatsächlich auch zu so einem Ding umbaue. Da würde ich da aber den lieber hochklatschen tatsächlich. Platz wäre dafür? Nein, wäre nicht, wie dem Kabel hier. Aber gut, das Kabel kann man ja umlegen, sehe ich gerade. Beziehungsweise, nee, ist auch kein Problem, weil hier kommt ja von unten Kabel. Alles gut. Das heißt, dann kommst du tatsächlich wieder raus. Der müsste jetzt aber noch so ein Ding bauen, ne? Und das ist ganz schön teuer. Ein HV-Kohlegenerator. Ist natürlich auch geil, aber nein. Ja, bräuchte mal wieder vier Edelstahlbarren. Ganz ehrlich, so teuer ist Edelstahlbarren ja eigentlich gar nicht. Also technisch gesehen wäre das kein Problem. Ich glaube, das machen wir. Dann kommst du mal ganz kurz raus hier. Dann kommt da wieder das Ding hier rein. Dankeschön. Du kommst. Ach so. Auch raus. Dann kommst du da wieder rein. Dafür kommen die beide hier raus. Du kommst dagegen. Der müsste jetzt auch richtig connected haben. Genau nach unten. Sehr schön. Und jetzt muss ich für da oben noch ein. Dann haben wir quasi zwei MV-Generatoren. Dann haben wir zumindest kurzzeitig quasi über den dreifachen, also fast den dreifachen Schub. Also ne, 700 VS 1900 ist so ungefähr, keine Ahnung was. Aber es geht halt. Beziehungsweise stimmt gar nicht. Wir haben ja gar nicht 700, wir haben nur 630. Das heißt jetzt wirklich fast das Dreifache. Ja, na dann passt doch alles. Hey. Du kommst raus, was ist das Richtige? Nein, was nicht. Du kommst raus. Lallellierungsofen, wo bist du? Da. Nein. Ich habe langsam so viele Geräte. Es macht mir Angst. Habe ich gerade was falsch gemacht? Kohlestoffbarren? Oh, Chrombarren. Ich habe Silberbarren mitgenommen. Ja. Upsi. Kann ja mal passieren. Hey, da. Kann ja mal passieren. Wo ist ein Chrom? Da oben. Ich muss hier unbedingt mal alles aufräumen, Alter. Es ist einfach too much. Es ist einfach viel too much. Viel too much? Ja. Schleifmaschine, Extraktor, was da? Kohlenstoff, das da. So, ja, dafür geht das bald mal aus. Ist halt so. Kannst du nichts machen. So, jetzt haben wir davon. Hiervon haben wir auch wieder ein zu viel. Davon. Naja, noch ein Durchschlag und dann haben wir hier auch wieder genau vier. Dann passt es doch. So, und nochmal zwei Tubes. So, dann ist jetzt alles bereit für den zweiten.
Ach, halt, wir brauchen noch einen Trafo. Nein, doch, ein Gummi, Alter. Gib mal Gummi hier. Danke. So. Damit haben wir kurzzeitig die Power des Gottes. Tada! Sehr schön. So. Gut, dann solange wie die Batterien noch voll sind, würde ich mal sagen, klatschen wir mal hier noch ganz kurz 1636 rein. Währenddessen machen wir wieder unser Inventar sauber. Ich will nicht, dass es hier so aussieht, wie es aussieht. Das gefällt mir nicht. Weg da. Weg da. Die Kohle nehmen wir mit. Denn wir brauchen sie. Weg da. Wieso hatte ich noch mein Fernglas dabei? Ah, oh, es geht tatsächlich. Ich brauche 6000? Holy shit! Ich dachte, es waren 2000. Habe ich noch irgendwas aktiv? Nö. Alles aus. Ist nur das Ding. Das Ding braucht einfach mal 6000? Alter! Alter! Das geht ja mal gar nicht. Gar nicht. Was? Ja. Oh Gott, Alter. Und dabei ist es nicht mehr sonderlich schnell, ne? Also. Dafür, dass das Ding Diamanten gekostet hat, würde ich ein bisschen mehr erwarten. Sag ich jetzt einfach mal so. Ein bisschen mehr. Vielleicht so die 30-fache Geschwindigkeit. Holy moly. Holy moly. Allow splitting incoming stacks from tubes. Macht doch überhaupt keinen Sinn. Du hast doch nur einfach. Was willst du da splitten? Hä? Egal. Ah, da sind die Batterien schon wieder leer. Ja, die sind leer. Ah, okay. Die Batterien füllen sich also doch tatsächlich auf, solange bis genug Energie da ist, um einen Durchgang zu machen. Sehe ich das gerade richtig? Wir warten einfach mal ein bisschen. Und? Schau mal einer an. Okay. Ich dachte, in dem Moment, wo zu viel Energie gezogen wird, versagt er einfach komplett seinen Dienst. Aber er wartet tatsächlich einfach, bis die Dinger auch genug Energie haben. Hatten wir das nicht damals irgendwie ausprobiert mit irgendwelchen Öfen und da hat es nicht funktioniert? Das ist ja geil, da können wir es ja doch einfach in Betrieb lassen. Der braucht uns zwar wesentlich länger, aber er arbeitet immerhin weiter. Nice. So, dann, ich würde mal sagen, du da rein, du da rein. Dann gibt mal Gummi. Oh, schon arbeitet der einigermaßen ordentlich schnell. Natürlich wesentlich langsamer als im Normalbetrieb, klar. Weil wir gerade mal einen Witz von dem haben, was wir bräuchten. Wir haben gerade mal ein Drittel Energie von dem, was wir bräuchten. Das heißt, er arbeitet auch mit einem Drittel der Normalgeschwindigkeit. Aber er arbeitet immerhin. Ist doch auch schon mal was. Muss man schon mal so sehen, wie es ist. Das heißt, wenn wir jetzt noch 6 Öfen hinzubauen würden, sagen wir 7, hätten wir genug Energie, um das Ding dann auch betreiben zu können. Ich meine, ich will zwar nicht wissen, wie viel Kohle dabei drauf geht, aber es funktioniert. Es würde funktionieren. Wir haben noch viel Platz. Also, vor allem schön farblich, ne? Hier chaotisch grau, hier so grau-grün, hier dann richtig grün. Passt doch von der Farbe her. Alter, ey. Ja, und die Batterien, die werden ganz schön gefickt. Die werden immer teilgeladen und dann wieder entladen. Also mit echten Batterien oder mit echten Akkus, sowas wird sie niemals machen. Die nehmen euch sowas ganz übel. Außer ihr habt vielleicht Bleibatterien, also Autobatterien zum Beispiel.
Die könnten das vielleicht verkraften, ja. Aber spätestens mit Lithium-Ionen-Akkus sollte man sowas unterlassen. Tunlichst unterlassen. Wir verbrauchen tatsächlich relativ wenig Kohle. Wir haben bis jetzt insgesamt weniger als 20 Kohle verbraucht. Das geht tatsächlich sogar. Also, ne, wenn man so mal alles überschlägt, es dauert zwar unendlich lange, aber es funktioniert dafür, dass es funktioniert. Was laber ich gerade? Relativ gut. So. Und jetzt Leder garantiert auch. Okay, das heißt, wenn der tatsächlich nicht mehr machen kann, dann schaltet der auch ab, obwohl noch was drin liegt. Das ist natürlich schön. Das ist geil. So kann man noch arbeiten. So kann man noch arbeiten. Gut, wir machen an sich dann trotzdem erstmal Folgenpause. Dann würde ich mal sagen, die wird nächste Folge wieder. Mal gucken, ob er bis dahin wieder einigermaßen aufgeladen hat. Und dann, ja, gucken wir mal weiter. Jetzt haben wir massig 08er. Wir haben keine 07er mehr. Doch, wir haben ein bisschen 07er. Massig 06er. Wir haben ein bisschen 05er. Ein bisschen 04er. Ein bisschen 03er. Nee, wir haben keine 03er. Nee, aber dafür 02er. Alter, das ist doch. Oh, da wird es noch einige Folgen kosten, das sage ich euch. Dass das so kompliziert wird, hätte ich echt nicht gedacht. Jetzt echt nicht. Und ich würde mal sagen, während wir mit dem Ding arbeiten, lassen wir hier, auch wenn die Batterien noch voll sind, packen wir hier direkt Kohle rein, damit die Batterien ein bisschen länger halten. Das Ding verbraucht unglaublich viel Energie. Unglaublich viel. Also ich weiß nicht, was sie da für Motor verwendet haben. Aber normalerweise, gut, du hast halt eine relativ hohe Geschwindigkeit. Das heißt, die Zentrifuge hat innerlich eine sehr hohe Wirbelungsenergie. Weil halt Luftwiderstand und so, ne? Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt. Aber echte Zentrifugen, also zumindest die ganz großen, die pumpen eigentlich die Luft aus. Die arbeiten drinnen mit einem Vakuum. Und dann hast du eigentlich auch keinen Luftwiderstand mehr und damit brauchst du kaum noch Energie. Weil du musst deinen Kreisel zwar beschleunigen, aber sobald der einmal auf hohe Drehzahl ist, bleibt er auf hohe Drehzahl. Dann hast du vielleicht noch irgendwo ein bisschen Reibungswiderstand bei den Gelenken, also bei den Lagern. Aber ne? Die Zentrifuge, die arbeitet schon mal wirklich mit. Ja. Ich sag mal so, ich will nicht wissen, wofür sie dieses Diamantsägeblatt braucht. Vielleicht sägt sie ja wirklich die Atome durch. Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Bis dann.